Hey, sind wir wieder bei dem preisgekrönten Spiel auf diesem Planeten. Autobahnraser 4. So preisgekrönt, dass sie nicht mein eigenes Icon für ihr Spiel gemacht haben. Hey. Naja, egal. Wir wollen mal hoffen, dass das Spiel nicht wieder abstürzt. Ich glaube, Wettkampf war das, ne? Ja, genau. Das ist theoretisch der Spielstand. Wir sind ja in Berlin gefahren, glaube ich. Was kommt jetzt? Kommen hier auch Autobahnen vor? Denn das Spiel hieß Autobahnraser. Hallo? Vielleicht? Meine Autobahn? Ja, steht Stadt, Schrägstrich Autobahn, aber irgendwie habe ich bis jetzt noch nichts gesehen von Autobahn. Okay, Tuning ist dauerhaft. Aber wir haben nicht genügend Geld dafür. Auch komisch, dass das Spiel auf meinem linken Bildschirm startet. Jedes scheiß Fuck-Spiel nimmt den rechten Hauptbildschirm. Aber das Spiel startet auf dem linken. Okay. Das ist aber auch nicht in den Bildschirm die Nummer 1. Oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Taste hier. Ja, die NOS-Taste war. Es wird auch immer wieder für NOS, ne? Weil die Steuerungstaste, die Großschreibtaste, keine Ahnung. Das wird auch immer NOS einsammeln. Okay, die Taste ist nicht. Großschreibtaste? Nein. Die andere Großschreibtaste? Oh. Ich glaube ja, oder? Ja, das war die andere Großschreibtaste. Bescheuert, ey. Bescheuert, dass man die nicht ändern kann. 50% aller Aufhalte in Musik-Dingen gestellt werden. Man muss Push-FM organisiert gegen diesen skandalösen Zustand erneut die berühmt-berüchtigte Brezel-Sud-Weißwurst-Party. Was? Freitag ab 21 Uhr im Bunker im Kunstpark Ost mit jeder Menge Live-Act und Fun. Wir verdienen hallo? Zwei Freikarten an die ersten 10 Anrufer. Also ran an die Drehscheibe. Ran an die Drehscheibe. Gott, da labert ihr auch mal einen Scheiß. Leider wiederholt sich das auch gelegentlich, ne? Aber ich glaube, diese Sprüche, die hier drin sind, die sind streng spezifisch. Also wer statt, dass jetzt stattfindet. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Verpisst euch! Diese Steuerung! Diese Engine! Ja, aber denkt schon, mein Autobahnraser 3 war alles katastrophal. Und dann 2! Dann 1! Das ist alles so katastrophal. Ja, jetzt muss ich hier durch und bin ich schneller als ihr. Ah, alles klar, ihr mich auch. Die komischen anderen Fahrer hier. Boah, ach ja, stimmt, die sammeln ja sogar Symbole hier ein, ne? Das haben sie im Einteil nicht gemacht. Die besten Hits, die heißesten Rhythmen und den größten Schmarrn zu hören gibt. Genau bei Radio Switch FM. Ja, den größten Schmarrn. Switch FM. Ach, wir fahren mal wieder Runden. Aber jetzt wollte ich sagen, wo waren denn die Autobahnen? Ich glaube, dieser ganz kleine Abschnitt, ne? Das soll eine Autobahn sein. Ui, super viel Autobahn. Ey, ihr Schweine, ihr sammelt meine ganzen Symbole ein. Ich brauche scheiß Reparatursymbole. Ich bin in zu viel reingefahren. Aber das ist ein großes Symbol. Yay, I'm repariert. Wir wollen nicht herausfinden, was passiert, wenn du kaputt bist. Du musst wahrscheinlich viel Geld ausgeben, um dich zu reparieren. Das teuerste am Spiel ist wahrscheinlich immer, ja, das Reparieren, ne? Oh, da wäre sogar ein rotes Euro-Symbol gewesen in der Mitte. Für viel Geld. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, von Autobahnrasen ist auch hier das hier der letzte Teil gewesen. Ne? Also gab es nur diese anderen Zwischendinger. Beziehungsweise die Nachfolge davon waren, ich glaube. Nee, theoretisch ist Autobahnraser der Film, das Spiel. Glaube ich, der letzte Autobahnraser-Teil, wo man steht. Dumm, ey. Haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, zwar gratis Mods Bier auszuschenken. Ich glaube, das hat er schon mal erzählt. Also, Bier gegen nasse Unterhosen. Okay. Okay. Ja, 4-Track gibt's hier nicht. Aber naja, auf Autobahnraser 1 gab's nur 4 Tracks und Autobahnraser 2 gab's auch nur, glaube ich, 6 Tracks oder so. Also, Autobahnraser-Tradition. Glückwunsch! Das soll mein Best sein. Phänomenal. Give me money. Nur Abstürze. Ich hoffe, das speicherst du auch. Typstadt. Berlin. Also waren wir gerade doch irgendwo anders, ne? Vorhin. Nicht, dass ich dieselben Strecken fahre. Oh, 9400. Und ich brauche 20.000, um mich hier wieder erneut zu tunen. Geil. Bin mir auch mehr oder weniger froh, dass ich das Spiel nicht unbedingt auf meinen alten Windows 98-Rädern spielen muss. Also ich sag ja, das ist immer blöder Scheiß Aufwand, den Kram dann zu starten.
Der einzige gute, das negative, positive dabei ist, dass ich dann noch meistens längere Parts aufnehme. Ja, natürlich, ich bin doch schon Berlin gefahren. Fahre ich gleich Strecken? Oder packt er da immer noch was ran? Ich bin verwirrt. Sehr dumm, so. Ja, du fährst die gleichen Strecken, los, dann noch ein paar Strecken mehr. Und, ja, für die nächste Medaille oder was. Scheiße. Genau, wenn ich den ganzen Zettel, das ganze Setup aufbaue, mache ich eben ein bisschen längere Let's Plays, ist ja klar, weil das so ein Riesenaufwand ist, ey. Oh Gott, ihr könnt alle nicht fahren! Und ich kann auch nicht fahren, weil diese Engine katastrophal ist, ey. Seht ihr ja, was das Auto hier gelegentlich macht? Behindert, ey. Aber naja, ich wollte nicht alles so schreien, aber naja, es gibt auch eine arkadige Steuerung, die Spaß macht. Die diverse Need for Speeds und Burnout und so, die kriegen das auch hin, dass das Spiel Spaß macht und die Steuerung gut ist, arcademäßig, ne? Warum kriegt das Spiel das nicht hin? Das an! Was ist denn das? Ich kann doch nicht Auto fahren nennen. Nur weil, wenn du ein bisschen mehr lenkst, genau, dass dann auf einmal diese harte Steuerung ist. Und wenn du dann nach links und rechts lenkst, ist immer noch diese harte Steuerung aktiv und deswegen fährst du so ganz komisch. Dumm, ey. Guck mal, der Brandenburger Turm, da war ich schon mal, aber ich weiß gar nicht. Wie ist das Ding nochmal? Siegessäule? Aber so dicht ist die doch gar nicht von Brandenburger Tor, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube so dicht nicht. Die ist in der Nähe, aber nicht so dicht. Aber naja, die müssen ja alles hier klein machen, ne? Ja, guck mal hier, ist auch 0, nicht schon das Kanzleramt. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Tut mir leid, bitte aus Berlin. Ich war das schon mal, aber ist schon ein paar Tage her. Ja, wir beschäftigen uns in Berlin, auch wenn wir in Berlin fahren, ne? Wir beschäftigen uns mit einem grausamen Spiel. Oh, Brian, dieses Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich muss meine eigene Musik hier mal reinmachen. Haha, und ich kann auch selbst meine eigenen Kommentare hier reinmachen. Hallo, ihr Zuschauer, der Radiosender, wo den ganzen Tag die gleiche Scheißmucke läuft. Ey, dann ist es ja wie in der Realität. Auch den ganzen Tag immer nur die gleiche Mucke. Super. Und die gleichen Kommentare. Oh, Mann, ey. Kein Kackspiele. Mann, die Steuerung, ey, es ist so furchtbar. Ich schwöre, wenn du mit dem Gamepad spielst, analog kennt das Ding wahrscheinlich gar nicht und selbst wenn, würde das auch nichts bringen. Mein Gott, ey, diese katastrophale Steuerung. Deswegen hängen wahrscheinlich die Bots auch so weit dahin, weil die selbst, wenn die Steuerung hier nicht klarkommt, denken sie auch so, was ein Scheiß. Oh, ich habe 11.200 Geld. Ich glaube, das Eurozeichen hätte gereicht. Ja, zum Glückwunsch. Du hast was Hamburg freigeschaltet. Hamburg sind wir noch nicht gefahren, oder? Keine Ahnung. Und das gilt recht immer noch nicht. Hamburg. Hamburg. In Hamburg kenne ich jetzt ein bisschen, ne? Aber ich habe ja schon. Ich weiß gar nicht. Welches war der Autobahnrasser? War das 2, glaube ich, ne? Wo ich dann gesagt habe, das kenne ich hier. Guck mal, da war ich schon mal. Und so in Großstädten war ich jetzt. Alles klar. In Großstädten war ich jetzt nicht wirklich viel. Außer Hamburg, Berlin und. In irgendeiner war ich noch, aber ich habe keine mehr, wie die hieß. Da bin ich mehr oder weniger nur durchgefahren. Großstädte. Also, Lübeck ist für mich zum Beispiel keine Großstadt mehr. Es war eine große Stadt, aber keine Großstadt. Lol. Also gar nicht, wo das jetzt darstellen soll, Hamburg. Ich kenne mich zwar im Hamburg ein bisschen aus, aber jetzt nicht so gut. Abgesehen von den, üblichen Ecken. Ich weiß nicht, es gab immer viele, hier, dänische Bettenlager. Die habe ich dann immer so halbwegs erkannt. Guck mal, ein dänisches Bettenlager, ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Naja, die sehen auch irgendwie alle gleich aus, ne? Kann auch nicht jedes Mal sagen, oh, McDonalds, hier war ich schon mal. Das ist auch ein paar Mal öfter. Man verpiss dich! Könnt ihr ja gar nicht festnehmen? Keine Ahnung. Ich glaube, es hat mich gerade ein Typ geholt. Ja, ich weiß. Brücken ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie viele Brücken hat Hamburg? 1000 oder doch mehr? Mehr Brücken als Venedig, aber ich glaube, Venedig hat gar nicht so viele Brücken.
Naja, ne, aber Brücken nicht übers Wasser, sondern Brücken über... Brücken über Brücken, ne, Brücken über Straßen. Oh, hast du deinen Wagen schon getuned? Danke, toll. Oh, setz mich auf den Boden! Das Nossen bringt echt nur am Anfang was, ey. Wenn du Geschwindigkeit hast, Maximalgeschwindigkeit, dann kommst du nicht höher. Das haben sie auch, das haben sie auch ein bisschen besser gemacht in Dings hier. Mann, diese Steuerung! Need for Speed, dass du dann ein bisschen schneller fährst, als du fahren kannst. Radio Switch FM verschenkt an die ersten 10 Anrufer einen Bungee Jump vom Telemichel. Jetzt anrufen und. Was? Bungee Jump von Telemichel? Ah, Gott! Oh Mann, ey, wirklich immer dieselbe Musik. Ist ja fast, als würde ich die ganze Zeit. Ey, Bowser hören oder. Genau, in my mind and in my head. Ihr wisst, wie ich dies meine, von Gigi D'Agostino. Auf und runter, jeden fucking Tag. Oh, immer noch, ich spiel's immer noch fucking jeden Tag, ey. Ah, ich doch schon alt, ich bin schon ein halbes Jahr alt, oder? Wahrscheinlich noch älter. Oh Gott, ey. Deswegen höre ich auch schon gar kein Radio mehr. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Ja. Das war ein Freundensprung vom Auto. Stau im Elbtunnel. Wer Richtung Inland unterwegs ist, sollte sich heute auf Wartezeiten von einer halben Stunde, Anreisende Richtung Küste sogar bis zu 1,5 Stunden gefasst machen. Viel Spaß, wo immer es euch heute hinzieht. Mit der erfrischenden Musik von Radio Switch FM. Wie in der Realität in Hamburg. Überall Stau! Ja. Naja, hier gibt es auch viele Autos, ne? Die bei uns im Dorf, Stadt ist zum Glück nicht ganz so viel Autoverkehr und so wieder Staus, aber in Großstädten eben, ne? Muss ich noch 3 Strecken fahren oder was? Nächste Strecke München. Also bei der anderen war es ja noch so ein bisschen logisch, dass man von einem Punkt zum anderen fahren wollte und dann eben über Autobahn und Städte gefahren ist. Und hier ist jetzt irgendwie alles so noch random. Jetzt sind wir von Berlin nach Hamburg nach München. Und irgendwie haben sie so Stadt und Autobahn verbunden, aber so eine reine Autobahn scheint es ja gar nicht mehr zu geben. Also... Autobahnraser? Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Wir müssen noch mehr Geldsymbole einsammeln. Wir brauchen mehr Euro-Geld. Stumpf aber, dass da Geld steht. Ja, wenn man nicht wüsste, was Euro-Geld ist. Aber wenn da Euro steht, ne? Dann muss das Spiel schon von 2001 oder 2002 sein. Na, dann spielt statt, glaube ich, immer noch D-Mark. D-Mark. Damit unterscheide ich die Wagen eigentlich irgendwie von der Steuerung. Oder sind die alle so katastrophal? Von der Steuerung. Ich sag einfach mal, die sind alle so katastrophal. Ja. Du darfst aber nicht zu viel lenken. Du musst immer, glaube ich, hier so, ja, alles klar, du blöde Typ. So wie bei Counter-Strike. Da schießt man ja auch nicht über so ein Dauerfeuer. Da muss man ja auch immer eins auf die Taste drücken. Wahrscheinlich muss ich hier auch so fahren. Aufgrund des nassen Sommers zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jedem ja, ja, das sagt es bereit. Mindestens eine Stunde aus. Alles klar. Zwar gratis Moss Bier auszuschenken. Also, Bier gegen Nacht. Wo brauchst du denn Reparaturdinger? Ihr könnt wahrscheinlich eh nicht kaputt gehen, selbst wenn ihr euch die ganze RAM würde. Alles klar, Polizei. Alles klar. Aber wie scheint, könnt ihr einen ja irgendwie nicht festnehmen, weil er hat mich ja theoretisch schon aufgehalten. Aber irgendwie... Toll. Ja, die Strecke bin ich definitiv auch schon mal gefahren. Noch, noch. Nein, scheiße. Das ist eine Fix-Scheiße, ey. Ja, super, ich kann dich sehen. Hallo, danke. Mein Gott. Und wenn wir schon beim Thema sind, die scheiße, die Kack-Eintragsfunktion. Die habe ich doch 100%ig schon... abgeschaltet, als ich jetzt mit Gipsy installiert habe. Wann hat sich das denn wieder eingeschaltet? Blöde Eintrittsfunktion, ey. Ist das dumm, dass sie automatisch eingeschaltet ist, wenn du das mit Gipsy installierst? Oh Gott. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt der Scheiß wieder gemacht hat. Ob er jetzt einfach nur mal kurz einen Schnitt jetzt gemacht hat oder auf einmal jetzt alles weg ist oder... Ah, ich weiß es nicht. Du brauchst keine Scheiße-Symbole, Mann. Die können eh nicht kaputt gehen. Und wie wollen wir wetten... Dass die ganze Aufnahme versaut ist, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Oh, die ganze Scheiße nochmal von vorne spielen. Ist ja schon schlimm genug, dass die hier die ganze Zeit die Scheißstrecken recycelt haben. Weil du fährst immer wieder die gleichen wie Schein. Da ist gleich im World Cup fahre ich nochmal die gleichen Strecken. Bloß fahre wahrscheinlich 2 oder 3 Strecken
mehr. Wow, ist das hier tief. Das sind nämlich Antonio's Postgeter 4. Wo ich die ganze Zeit Punkte machen soll. Erst 50.000, dann 100.000, dann 150.000, dann 200. Ja, es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. Nichts aus so, Mann, ist das kreativ. Dann alles zusammen zu machen oder so weiter, ne? Nein, du musst sie alle einzeln machen. Alle Punkte-Dinger einzeln. Fickt euch, Mann. Party on. Ja, mach wieder dein komisches Lubega-Lied. Nee, Elvis-Lied, genau. Yay, ich habe 20.000 Geld. Diesen schönen 20.000 Geld kann ich an meinen Wagen tunen. Was verändert sich dann? Steht da irgendwas? Genau, jetzt aber mal wieder Berlin. Okay, alles klar. So, ich will das kaufen. Drücke irgendwann zu starten, drücke. Drück kaum etwas zu kaufen. Du musst jetzt dein Fahrzeug reparieren. Die Fresse, kann ich überhaupt das leisten? Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich eine bessere Beschleunigung, Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Bremse und Robustheit. Okay, und 30.000 kostet jetzt das nächste Mal. Los geht's. Sag ich aber, das ist stumpf, total random. Wie, ja, warum habt ihr das nicht so gemacht, dass es wieder so ein bisschen Sinn ergibt oder so? Bei Autobahnrasse haben sie auch so ein bisschen Story gemacht mit den blöden Krüger. Weiß ja gar nicht, die ist einfach nur stumpf, die Rennen. Naja, es gibt auch nicht was wie Teile, ne, die es so gemacht haben. Most Wanted 2012, ne? Da war die Blacklist keine Person mehr, sondern einfach nur Autos. Gestern Abend wurde eine Familie im Tiergarten je beim Grillen durch ein Achso. Ja, das sagst du auch schon mal. Sich nur noch durch einen Sprung in den neuen Beet vor der wild gewordenen Sau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Fort. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Diese Engine, ey. Gott. Wer ist dafür verantwortlich gewesen? Wer hat denn so einen Müll zusammen programmiert, ey? Wenn ich das Spiel auf mein Arduino programmieren würde, wäre die Engine wahrscheinlich sogar besser. Oder auf mein Raspberry Pi der ersten Generation. Ich glaube, da wird das Spiel nicht mehr laufen. Also der Raspberry Pi der ersten Generation hat einen, ich glaube, 700, ich glaube sogar 700 MHz Prozessor gehabt. Und 256 MB Arbeitsspeicher. Nichts außer, ja. Also gar nichts mehr heute. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unabhängige Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Falten schießen. Ich habe da ja auch mal links hier aufgemacht, hier XBMC bzw. Kodi und, oh, scheiße, das kannst du ja vergessen mit der Kiste, ey. Naja, die ist auch ziemlich gealtert mittlerweile, ne? Wann kam der erste Raspberry Pi raus? 2009? 8? 7? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall lange her. Aber ich war heiß auf ihn und ich habe ihn auch gekauft, so wie die ist. Und was habe ich mit ihm gemacht? Nicht wirklich viel. War auch nur so ein bisschen Kodi und XBMC rumprobiert. Nicht Freenas, sondern um Cloud habe ich damit rumprobiert. Einmal dann diese komische Desktop-Geschichte, die es mal gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, das war's eigentlich. Seitdem liegt das Ding jetzt in der Ecke rum. Dazu habe ich mal kurz überlegt, ob ich mir den neuen kaufe, aber das wäre auch irgendwie sinnlos gewesen, weil. Ja, was würde ich mit dem machen? Ich habe momentan keine Projekte, die der machen könnte, ne? Mit denen kann ich nicht meinen. Den kann ich auch nicht zum Render vom Let's Play-Videos benutzen. Naja. Ich glaube, eine gute Renderleistung hat er wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern. Sein AMR-Prozessor, ne? Der ist ja spezifisch für eine bestimmte Anwendung gedacht. Kann natürlich auch jede Anwendung dafür schreiben. Man kann natürlich auch alles machen, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht so schnell, was das angeht. Denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. So, Telefonzellen! Ja, da weiß man auf jeden Fall, dass das Spiel alt ist. Telefonzellen. Weiß gar nicht, sowas steht gar nicht mit dem Spiel. Es gibt noch diese komischen. Na, diese Telefondinger hier, diese. Da ist auch ein Telefon drauf, aber ohne Kabine. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Einfach nur freie Telefone. Das gibt es ja vielleicht noch manchmal, vereinzelt. Aber sonst. Wenn man einen sieht, dann sind da Bücher drinnen.